Das ist der Seat Mo 125. Herzlich willkommen bei Ausfahrt TV. Bei uns erhaltet ihr die ausführlichsten Videokaufberatungen im deutschsprachigen Raum. Stets gleich aufgebaut. Könnt ihr auch ganz bequem unterschiedliche Fahrzeuge vergleichen. Kostenlos für euch dank unserem Partner leasingmarkt.de. Und hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testfahrzeug. Das ist der Elektroroller von Seat. Das ist der Mo 125, also der Seat Mo 125, um genau zu sein. Schlüssel stecke ich mal ins Schloss, dann suche ich ihn nicht mehr. Und bevor jetzt jemand denkt, Mensch, der Jan, Respekt, klassische Videokaufberatung vom Zweirad jetzt hier auf Ausfahrt TV. Nein, Kinder, das ist es nicht. Ich habe zwar, seit ich 18 bin, den Führerschein Klasse 1, darf auch die großen Motorräder fahren, bin 10 Jahre, nachdem ich den Führerschein erworben habe, regelmäßig Motorrad gefahren. Regelmäßig heißt aber nicht täglich, sondern eher so, ne, mehrmals im Jahr halt. Hatte eigene Motorräder und vor 15 Jahren habe ich dann mein eigenes Motorrad verkauft. Vielleicht waren es auch 16, 17 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und seitdem bin ich nicht mehr motorisiertes Zweirad gefahren, außer mal so ein E-Bike, das habe ich bewegt. Von daher ist das hier keine klassische Videokaufberatung. Bitte den Level nicht so hochlegen, darum sage ich das jetzt hier extra. Sondern seht es eher so, vielleicht seit ihr auch Wiedereinsteiger, früher mal gefahren, ne? Wir kennen uns und dann lange nicht mehr und jetzt seid ihr auch am Überlegen, Mensch, mache ich das oder nicht. Seat hatte mir den Mo neulich schon auf einer Fahrveranstaltung angeboten, da habe ich abgelehnt, weil die Zeit einfach zu knapp war. Dann hatten sie mir angeboten, Mensch, ihr könnt den mal nach Bielefeld stellen. Ja, super Jan, super Idee im Herbst ja zu sagen, ich hätte ja auch auf den Sommer warten können. Egal, ich habe mir eine Jacke gekauft, ich habe mir einen Helm gekauft, ich habe mir Handschuhe gekauft und ich bin mit dem Roller ein bisschen in Bielefeld rumgefahren und von Bielefeld zum Bilsterberg. So, das ist mein Erfahrungsschatz, aus dem ich jetzt schöpfe, wohlgemerkt als Fahranfänger. Also die ganzen Zweiradfreunde, ihr dürft lachen, ihr dürft lächeln. Bitte, ich ziehe mir hier nicht den Schuh an, dass das eine professionelle Videokaufberatung wird, sondern im Prinzip nehme ich euch mal mit, zeige euch den Roller und fahre den natürlich auch. Ja, einmal Butter bei den Fischen natürlich. Seat hat diesen Roller nicht aus dem Nichts entwickelt, so Mensch, heute mal Motorrad, morgen Zweirad, sondern sie haben sich zusammengetan mit einem Spezialisten für Elektroroller. Die Firma sitzt in Barcelona, heißt Silence, wie man das auch immer auf Spanisch ausspricht und vertreibt das Produkt in ähnlicher Form, also quasi was wie Badge Engineering auch, unter dem Label S01 und die haben wohl sehr viel von ihrem Know-how mit abgegeben, sodass man gemeinsam dieses Produkt entwickeln konnte in relativ kurzer Zeit. Auch ich glaube 2018 haben sie ihn angekündigt, jetzt ist er auf dem Markt. Ja, du kannst ihn bestellen bei deinem Seat-Händler im Übrigen und müsst ihr mal gucken im Internet, er gibt so ein Scooter-Symbol, so ein Roller-Symbol jetzt auf der Seat-Homepage. Da kann man halt sehen, welcher Händler sowas mit anbietet, die Roller, die Mos, Mo 125. Als Seat mir angeboten hat, hey, willst du den Mo 125 haben, habe ich ihn aus einem besonderen Grund besonders gerne genommen. Nicht nur, weil er elektrisch ist, das finde ich auch spannend, aber insbesondere geht es mir darum, dass der Großteil der Leute so eine 125er einfach fahren kann, ohne allzu viel Aufwand zu betreiben. Wenn du nämlich 25 Jahre alt bist und deinen Führerschein schon mindestens 5 Jahre hast, dann gehst du zu der Fahrschule deiner Wahl und sagst, ich hätte gerne diese Erweiterung B196. Dann kann dein Führerschein so umgeschrieben werden, dass du halt Kleinkrafträder fährst, also Fahrzeuge mit einem Kubikvolumen von maximal 125 Kubikzentimeter beziehungsweise ein elektrisches Äquivalent und das Fahrzeug darf nicht mehr als 11 kW, sprich 15 PS haben. Kleine Hürde gibt es schon noch, aber keine Prüfung. Du hast 4 Doppelstunden, also 4x90 Minuten Theorieunterricht, 5x 90 Minuten Praxisunterricht in der Fahrschule und dann kriegst du so eine Teilnahmebestätigung, mit der gehst du zum Straßenverkehrsamt und kannst das Ganze umschreiben lassen und fortan solche Vehikel bewegen. Das Ganze spielt sich im Bereich zwischen 500 und 1000 Euro ab. Ich hatte jetzt kurze Recherche im Internet jemanden gefunden, 680 Euro hat er das pauschal angeboten, das Paket. Und somit finde ich es doch recht interessant, weil wenn man sagt so, ja, elektrisch, nein, aber ich brauche meinen Verbrenner, aber ich
jetzt schon und Zweirad, dann ist das eigentlich eine echt preiswerte Möglichkeit, zumal du keine Kfz-Steuer für diese Vehikel hier bezahlst und die Versicherung im Vergleich zu früher, ne, meine Generation kennt das noch, die 80er, ne, dass du Versicherungen bezahlt, das war so schmerzhaft, selbst wenn du als Erwachsener das später genommen hast. Da haben sie es jetzt wohl so gemacht, dass wenn du so ein B196 Aspirant bist und so ein Fahrzeug versichern willst, dass das auch nur ein Appel und ein Ei kostet. Von daher kann sowas wirklich interessant sein für diejenigen, die zumindest bei gutem Wetter im Sommer, wenn es warm ist oder wann auch immer, mal mit dem Zweirad fahren wollen. Und das dann sogar noch batterieelektrisch vielleicht. Zurück zum Mo. Der ist 1,56 Meter hoch. Das passt wohl in etwa. Ohne Scheibe und Spiegel sind es dann wohl 1,10 Meter noch. Er ist 72 Zentimeter breit ohne Spiegel, 82 Zentimeter mit Spiegel gemessen. Das Fahrzeug ist 2,03 Meter lang, der Radstand, das sind 1,43 Meter und wir haben eine Bodenfreiheit von 177 Millimetern. Am Hinterrad des Seat Mo 125 befindet sich der bürstenlose Elektromotor, der mit einer Dauerleistung von 7 kW, sprich 9,5 PS und einer Spitzenleistung von 9 kW, sprich 12,2 PS aufwarten kann. Die Leistung sorgt für 240 Newtonmeter Drehmoment am Hinterrad. Der Sprint von 0 auf 50 km/h ist in 3,9 Sekunden absolviert. Der Seat Mo 125 hat ein Gewicht von 152 kg. Wobei 45 Kilogramm auf den Akku entfallen. Die Reichweite mit dem 5,6 Kilowattstunden Akku wird mit 137 Kilometern angegeben, bei einem Verbrauch von 7 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. An der Front, ne, da haben wir den Scheinwerfer, aber auch LED-Tagfahrlicht, das sollte jetzt angegangen sein. Erstmal muss ich hier ready sagen. Dazu normales Licht kann ich schalten, das wäre Fernlicht oder auch Lichthupe. Blinken kann man auch und das piept immer, ja. Ist halt so, was soll er machen? Hupe können wir auch nochmal eben geben und ein Warnblinker hätte ich auch noch im Angebot. Ja, das war's aber auch, ne? Mehr kann ich hier gar nicht groß zeigen. Die Sitzhöhe, also... Upsi, diese Höhe hier, die gibt Seat mit 80,5 cm an. Jetzt wollte ich noch gleich mal aufbocken. Das geht ja recht einfach, um auch mal die Fußstützen auszufahren. Denn wenn ich hier normal sitze auf dem Roller, dann ist das okay. Lediglich hier mit meinen großen Füßen, also ich habe nicht mal große Füße, aber mit Schuhen, Schuhgröße 45 und mehr, da wird es hier schon ganz schön eng. Und wenn dann jemand hinten noch drauf sitzt, dann hat das, jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier nicht das Falsche mache, dann hat das durchaus Jockey-Qualitäten von einer Supersportler. Normalerweise sitzt man auf dem Roller ja so ein bisschen kommoder, ein bisschen bequemer auf jeden Fall. Ja, wir haben vorne ein 15 Zoll Rad und das angetriebene Rad, das hat noch 14 Zoll. Zum Heck kann ich gar nicht so viel sagen, außer vielleicht, fangen wir mal damit an, mit der Beleuchtung. Natürlich kann ich auch hier blinken, ne? Rechts, links mal bremsen. Das Licht, ist das noch an? Nein, das, achso, Fernlicht seht ihr hinten gar nicht und Hupen brauche ich auch nicht. Ja, das war's auch schon, ne? Den Warnblinker könnte ich nochmal anmachen. Was vielleicht nochmal ganz interessant ist, ich fahre vorwärts und jetzt habe ich hier am Lenker einen Knopf. Und ich kann genauso wie rückwärts fahren. Also vorwärts fahren, ne, Knopf drücken, rückwärts fahren. Und das ist natürlich ganz schön praktisch beim Rangieren. Zudem haben wir hier auch noch einen Seitenständer. Ich stelle ja zwei Räder sehr ungern auf den Seitenständer, aber man hätte zumindest einen hier zur Verfügung. Oh.
So, jetzt habe ich mal den Helm aufgezogen. Dann können wir uns die Ausstattung zusammen angucken. Wir haben zwei Bremshebel. Keine Fußbremse hier unten, sondern tatsächlich nur zwei Handbremshebel. Der linke sorgt dafür, dass ich das Vorderrad bremse nur. Und dann wird auch rekuperiert. Die rechte Bremse bremst Vorder- und Hinterrad. Das Ganze kann man hier noch einstellen, feintunen, wenn man denn möchte, die Bremswege. Dann hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ist halt der Taster für den Rückwärtsgang. Hier Fernlicht anschalten, Lichthupe, blinken, Blinker raus, Hupe. Dann habe ich hier Warnblinker, Licht anschalten, einen Infobutton, kommen wir gleich zu, einen Mode-Button, um jetzt den Roller überhaupt zu aktivieren. Ne? Einmal da unten den Schlüssel, den Zündschloss und rüber drücken. Dann meldet sich hier das Display, ziehe ich die linke Bremse und drücke den Mode-Button und dann kommt irgendwann Ready im Display und hoppla, ich habe den Ständer noch draußen, also nochmal das Ganze und dann kann ich losfahren, wenn ich denn möchte. Dazu haben wir noch den Bereich Info, jetzt mal ins Display gucken hier, das ist die Akkuanzeige, die Reichweite. Und hier der Bordcomputer im Prinzip, durch den ich durchschalten kann. Dazu noch die Geschwindigkeit. Und oh, jetzt mal hier 2 Meter fahren. Verändert sich da auch was? Dazu solltet ihr sehen, oberhalb der Akkuanzeige ist quasi noch ein Drehzahlmesser. Also hier so ein Verbrauchsmeter. Und da ist es jetzt nochmal ganz witzig, wenn ich in Eco fahre. Das kann ich euch gleich erst zeigen, wenn wir richtig fahren halt. Gut, dann noch einmal aufbocken hier. Wenn ich die Zündung anhabe, den Seitenständer ausgefahren habe und beide Bremsen ziehe, dann öffnet sich das Sitzfach. Und hier habe ich jetzt Platz für 1-2 Helme. Und hier ist auch die Bedienungsanleitung und das Ladekabel mit drin. Ja, dazu haben wir hier im Übrigen auch noch einen Taschenhaken. Ne? Da kann ich die Tasche einhängen, das Ganze aber auch zur Seite klappen. Ja, das Stauvolumen des Fachs unten ist gar nicht bekannt. Seat bietet aber noch ein 39 Liter fassendes Topcase an, was man hinten am Fahrzeug befestigen kann. Insgesamt darf man 168 Kilo zuladen, also mich und ein bisschen. Wenn man den Akku jetzt laden möchte, dann öffnet man einmal die Sitzbank, zieht jetzt hier diesen handlichen Griff heraus und drückt hier einmal im Innenraum und dann entnimmt man einfach den Akku ganz normal wie ein Trolley, einen handelsüblichen Trolley und fährt ihn zur Steckdose. An der Rückseite des Akkus befindet sich hier so ein Gummistopfen, dahinter habe ich ein Möglichkeit, so einen ganz normalen Kaltgerätestecker einzustecken. Und dann fängt der Akku auch schon an zu laden. Und das signalisiert er mir durch so einen roten Punkt, der hier in diesem Klarlicht herumfährt. 6 bis 8 Stunden später ist der Akku dann wieder vollgeladen. Und das zeigt er uns durch diese Animation. Ein weißer Punkt, der hier im Rot herumläuft. Dann heißt es quasi Strom abziehen. Ja, um den Akku jetzt wieder einzufädeln, da denkt man sich, Mensch, das könnte Probleme geben, gibt es aber gar nicht. Man fädelt hier relativ leger ein, hebt dann den Akku so einen Hauch von an, dann fahren die Räder ein, das Ganze ist verriegelt und man muss nur noch den Griff runterdrücken. Alternativ hat man die Möglichkeit, auch hier direkt am Roller zu laden. Auf der rechten Seite gibt es einen Gummistopfen und dann komme ich wieder an den Ladestopfen hier ran und kann ganz normal den Akku laden. Keine Ahnung, wie der Ton hier wird. Wenn ich rede, scheppert es ganz schön. Also, wir haben unterschiedliche Modi. Fangen wir mal an mit dem Modus Eco. Der ist da. Ich reiße mal an, oder vielleicht mal anders, damit ihr das so ein bisschen besser versteht. Eco. Vollgas. Tja, ne? Brrr.
Brumm, brumm. Und da ist jetzt auch schon Schluss. Und ihr seht, es rekuperiert auch ein bisschen. Wenn ich die rechte Bremse drücke, halt, dann rekuperiert er auch. Damit kann ich das einleiten. Wenn ich links bremse, ups, rekuperiert er gar nicht. So. Zurück in den City-Modus. Das ist der Standardmodus, den ihr habt, oder das Standardfahrprogramm. Und ihr seht, ich gebe kein Gas, ich bremse auch nicht. Er rekuperiert auch nicht. Und egal welche Bremse ich ziehe, auch hier passiert nichts in dem City-Mode. Der ist halt dafür gedacht, dass man einfach fährt und rollt. Und auch hier mal Vollgas. Ja, jetzt geht es auch schon bergab. Im City-Mode kann ich bis zu 80 km/h schnell fahren. Und jetzt nochmal hier dieser Mode-Schalter einmal gedrückt, dann springt er immer in Mode weiter, wobei er eigentlich immer auf City zurückgeht. Also Sport, drücken City, drücken Eco, drücken City, drücken Sport und Sport. Gleiche Beschleunigung hier wie bei City. Und da merkt man, glaube ich, schon, das geht deutlich flotter als eben. Und da kann ich bis zu 95 km/h schnell fahren, aber zumindest laut Tacho war ich auch schon schneller unterwegs. Schöne heute hier am Bilster Berg. Achso, und jetzt auch, ich bremse nicht, ich gebe kein Gas und er rekuperiert automatisch. Und wenn ich hier die Bremse ziehe, dann rekuperiert er halt noch stärker die rechte. Ja. Was ich sagen wollte, ist das Schöne heute am Bilster Berg. Ich bin ganz allein, es ist Sonntag, die Saison ist vorbei und es ist heute hier wirklich außer mir niemand am Bilster Berg. Darum kann ich schön frei fahren sozusagen und muss nicht mal auf die öffentliche Straße oder mich hier an irgendwelche Tempolimits heute halten. Jetzt möchte ich euch nur einen Eindruck geben, dass man hier mit dem Roller auch ganz schön flott fahren kann. Und dass man als Wiedereinsteiger die Kurven wieder fährt wie ein Anfänger, ne? Also Schräglage ist noch nicht so meins. Man fuchst sich so nach und nach rein. Nochmal, rechte Bremse also zum Rekuperieren. Die Bremse hat den Nachteil, dass wir ohne ABS-System auskommen müssen. Also die ganzen neueren Fahrzeuge haben ja in der Regel sowas wie Kurven-ABS und. Der MO 125 hat nicht mal normales ABS, weil der halt an der Vorderseite, an der vorderen Bremse rekuperieren möchte. Ja, jetzt hier mal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt oder mitbekommt, über die beiden Dehnfugen hier an der Unterführung, da merkt man schon, dass der Roller irgendwie so gut wie gar keinen Fahrkomfort bietet. Und ich muss auch sagen, so die ersten Meter hatte ich so das Gefühl, dass das Lenkkopflager nicht so ganz in Ordnung ist. Hat sich dann aber gezeigt, dass das eigentlich doch ganz gut geht und klappt. Sicherlich muss man sich an diese kleinen Reifen hier gewöhnen, wenn man auch früher nicht Roller gefahren ist. Ja, funktioniert aber. Ja, dazu kann ich vielleicht noch sagen, dass wir ja einen Verbrauch haben sollen von 7 Kilowattstunden, der Akku ja nur 5,6 Kilowattstunden hält, also diese 135 Kilometer auch schon wieder nur rein rechnerisch überhaupt zu erreichen sind, wenn man Rekuperation mit einrechnet. Wer aber im City-Modus fährt, kann halt auch nicht so wahnsinnig viel rekuperieren und im Sportmodus muss man sich dann zurückhalten. Ich bin hier zum Bilster Berg gefahren, von Bielefeld aus. Das ist eine Strecke von 55 Kilometer. Der Akku war komplett vollgeladen, als ich losgefahren bin. Und ich bin mit 0 Restreichweite und 0% Akku hier angekommen. Also statt über 100 Kilometer habe ich gerade mal 55 oder nicht mal 60 Kilometer geschafft. Natürlich kann man das so ein bisschen variieren und es wird auch nicht der Use Case sein. Im Prinzip gedacht ist er ja eher so als Stadtroller. Aber wer plant, hier auch so ein bisschen über Land fahren zu können,
der sollte sich halt darüber im Klaren sein. Ich würde jetzt aus meiner Erfahrung die Reichweite nicht höher setzen als 60 Kilometer, es sei denn, man hält sich auch zurück, was die Höchstgeschwindigkeit angeht. Ich bin auf der Landstraße halt eben immer schön 100 gefahren, wenn es denn ging. Und ich bin halt viel Landstraße gefahren. Also zwischen Bielefeld und dem Bilsterberg ist nun mal viel Landstraße. Ja, sonst das Handling für mich als Wiedereinsteiger. Man sieht es vielleicht, so richtig sicher bin ich noch nicht. Nasse Flecken auf der Straße geben mir schon so ein bisschen das ein oder andere Angstgefühl. Aber man kommt doch schneller wieder rein. Ich will nicht sagen, dass es wie Radfahren ist. Aber der Roller ist nun mal auch nicht schwer. Und somit kann man hier relativ schnell probieren. Ja, für mich abschließend vollkommen ausreichend motorisiert. Was ich total nervig finde, ist, dass die Akkuanzeige hier so groß ist, die Kilometeranzeige außen kleiner dazu. Ich ein paar Mal drauf geguckt, dachte, alter Schwede, 89 in der Stadt, dabei bin ich 50 gefahren, weil da nun mal der Fokus drauf liegt, wenn man ins Cockpit guckt. Das finde ich ein bisschen nervig, dass... Ich habe eben die Fahrszenen gedreht, bin jetzt auch nochmal klatschnass geworden und möchte euch noch ein paar Sachen hinterher schieben. Und zwar fängt das dabei an, das Beinschild. Ich bin gestern war das, zum Bilsterberg gefahren, geschmeidige 7 Grad draußen. Und ich hatte, als ich angekommen bin, richtig, richtig kalte Beine, weil der Wind doch am Beinschild vorbeizieht. Ne? Also der Schutz, der vermeintliche, den man hat hinter dem Rollerschild, ist hier somit gar nicht vorhanden. Und ich merke das auch jetzt, klitschnasse Beine, weil es so ein bisschen geregnet hat halt. Bei den Fahrmodi. Wir haben ja Eco, City und Sport. City rekuperiert nicht, das finde ich extrem schade. Also ich bin am liebsten im Sportmodus gefahren, gar nicht wegen dem Anriss der Geschwindigkeit, sondern einfach wegen der Rekuperation. Du gibst kein Gas mehr und das Fahrzeug wird langsamer. Also gerade wer schon Auto, elektrisches Auto gefahren ist, E-Auto, wie heißt das, Elektroauto, der wird das zu schätzen wissen, One-Pedal-Driving, das ist hier zwar nicht gegeben, aber dass ich hier gar nicht bremsen muss, sondern einfach quasi die Verzögerung mitnehme und weiß, da wird dann Bremsenergie zurückgewonnen. Das finde ich eigentlich sehr angenehm und ich finde es wirklich schade, dass das nur in dem Sportmodus auch wirklich so ausgeprägt ist. Beim Fahren auf der Straße ist mir auch aufgefallen, dass der Blinkschalter für meinen Geschmack ein bisschen zu hakelig ist. Da würde ich mir auch wünschen, dass sie da nochmal nachbessern. Einmal mit Handschuhen den so richtig zu erwischen, ja, das geht eigentlich schon, aber irgendwie der ist so ein bisschen hakelig. Aber dafür piept es ja und das Piepsen wirklich auch da wäre ich sehr, sehr glücklich, wenn man das ein bisschen runter reduzieren könnte. Zumindest auf Wunsch. Ja, dann eine Sache, die mir eben auch nochmal klar geworden ist, beim freien Fahren, da musste ich ja nicht moderieren, konnte mich so ein bisschen mehr aufs Fahren konzentrieren und hatte ein bisschen mehr Spaß auch dabei. Ist ganz schön anstrengend, ne? Zu moderieren, wenn man fährt, wenn man es gar nicht mehr so richtig gut kann. Und dabei ist mir aufgefallen oder ist mir nochmal klar geworden, die Batterie zieht ja den Schwerpunkt vom Fahrzeug schön weit nach unten. Der Roller ist zwar kein Leichtgewicht mit seinen 150 Kilo, aber er ist auch nicht wirklich schwer. Und dadurch, dass das Gewicht so weit unten ist, kann man sich doch relativ entspannt oder einfach in die Kurve liegen. Entspannt ich natürlich nicht, aber einfach geht's halt schon. Der Roller macht das auf jeden Fall mit vom Schwerpunkt her. Und dann kann ich vielleicht auch noch zusammenfassen, Tops und Flops für mich. Top ist auf jeden Fall das Akkusystem, dass ich das rausnehmen kann, finde ich mega praktisch. Also für mich zu Hause wäre es angenehm. Ich könnte ihn sowohl direkt hier am Roller laden, aber ich finde es auch praktisch, das Akku-Pack einfach mit reinzunehmen. Auch so ein bisschen als Diebstahlschutz natürlich, ne? Ist gar nicht so unpraktisch. Dann finde ich, dass man mit dem Ding noch viel schneller unterwegs ist, als man das erst denkt. Ne? Also die ersten Meter dachte ich auch so, ne, wo ist denn hier das Elektrische, wo ist denn der andere, wo macht denn das Spaß? Aber gerade im City oder auch im Sportmodus, wenn man da dann mit im Verkehrsfluss in der Stadt mitschwimmt, dann merkt man schon, dass man auch ganz schön flott unterwegs ist eigentlich mit dem Fahrzeug. Ja, was mir nicht so gut gefällt, ist tatsächlich die Akkureichweite. Da würde ich einfach Seat anraten, bitten, soweit ich mir das erlauben darf, so viel Feedback überhaupt zu geben, aber dass sie das mit dem Fahrmodus nochmal überdenken. In der City, ich möchte auf jeden Fall rekuperieren können. Also, aber vielleicht gewinne ich nicht genug Energie zurück. Das kann natürlich auch sein.
Aber ich bin halt viel auf dem Weg hierher in diesem City-Programm gefahren, bis ich dann geschnallt habe, ups, der rekuperiert gar nicht. Vielleicht hätte ich dann noch den einen oder anderen Kilometer halt Restreichweite gehabt, als ich dann hier angekommen bin. Ja gut, und dann gebe ich nochmal weiter an den trockenen Jan hier, der macht die Abmoderation. Seat bietet den Mo in drei Farben übrigens an. Weiß, dann kostet er 6.700 Euro. Hier das Anthrazit oder ein Rot gibt es noch. Dann kostet er 75 Euro mehr. Seat gibt 2 Jahre Garantie auf den Roller, 4 Jahre Garantie auf das Akku-Pack. Dann muss man es aber wenigstens einmal im Monat zu 100% geladen haben. Ich denke, das können die auslesen aus dem Ding. Der Kasten ist ja groß genug. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. A, hat es euch gefallen? Ne? Kann ich auch, soll ich mal 2 Räder machen, so hin und wieder zumindest. Der Kollege Eckhard Egger macht das ja mit sehr viel Liebe und sehr viel guter Laune. Vielleicht kann ich da den grummeligen Counterpart mal spielen. Und auch, was ihr zu dem Roller sagt. Wäre das was für euch, so für den Sommer oder generell vielleicht als Alternative zum Leihwagen? Ist das Mobilität, wie ihr sie euch vorstellen könnt? Ich bin sehr gespannt und freue mich auf eure Meinung da draußen. Ja, und jetzt heißt es wie immer, bleibt gesund da draußen, gebt mir einen Daumen nach oben, tschüss, bis dann, euer Jan.